Mein Text bezieht sich auf einen Sinnspruch vom Erasmus aus der Adagia. Das ist so, er hat ganz viele so Sprüche aus dem Latinischen ins Deutsche übersetzt und meins ist ein Fass ohne Boden. Und das ist so meine Interpretation zu einem Fass ohne Boden. Du hast sie nicht genutzt. Du hast da gerade nichts getan. Diese 20 Sekunden. Das wäre doch genau genug Zeit gewesen, noch die letzte Mail des Chefs zu beantworten. Um auf Facebook dem neuen Profilbild von Max Musterstein oder einer Anna Müller ein Like zu geben. Um auf Instagram dein Healthy Lifestyle fortzuführen. Hashtag Clean Eating. Hashtag Detox Life. Hashtag Coconut Water or Freshly Homemade Organic Vegan Gluten Free Salad. Oder so. Wenn du so einen Lifestyle führen würdest. Jedenfalls wären das 20 Sekunden, in denen du so ein Bild von Google sichern könntest, um es dann auf Instagram zu posten, während du dir genüsslich noch ein Stück von deinem Doppelwhopper von Burger King reindrückst. Das wären da so 20 Sekunden gewesen, um ein Herzemotikon in deine Dance Queen Love Gruppe zu schicken, um 1,5 Sit-Ups zu machen, um 2,5 Tinder-Dates klarzumachen, um eine Knoblauchzehe zu zerpressen, um deiner Tante zweiten Grades zum Geburtstag zu gratulieren, um einen Fuß zu waschen, um 4 Nägel zu schneiden, um eine Wimper zu tuschen, um einen Pickel auszudrücken, um eine Tomate zu vierteln, ein Pokémon zu fangen oder um 2 Sinnsprüche der Adagia zu lesen. Stille. Eine Pause. Du hast sie nicht genutzt. Eine Verschwendung. Ein Leerlauf. Du möchtest keine Zeit verlieren. Jede Sekunde soll gefüllt sein. Du hast nicht genug. Du hast da diesen Durst. Großen Durst. Durst nach dem Leben. Du siehst, riechst, hörst, redest dich nicht satt genug. Wenn ihr wisst, wie mein Text weitergeht oder euch Text von anderen Slammer anhören wollt, dann solltet ihr unbedingt am Mittwoch ins Pharmaziemuseum gehen. Dort wird nämlich im Innenhof der Resetting Erasmus Slam stattfinden. Und am 7. ist die Türöffnung mit der Bar und am 8. geht es los mit ganz vielen noch anderen tollen Slammern.